Heute Morgen war es mal ein kleinerer Einkauf, aber die wunderschönen weißen Rosen habe ich natürlich mitgebracht. Weit Naomi, da kommen wir nachher noch dazu. Mein Körbevorrat habe ich aufgefüllt und diese Körbe mit dieser tollen, dicken Flechtung, die so schön witterungsbeständig ist, die wollte ich auf jeden Fall auch mitbringen. Heidelbeere, die werde ich nachher noch zum Binden verwenden. Pistazien, hier sind noch orientalische Lilien. Und aus den Kisten, hier kann man mal reingucken, reinspitzeln. Da sind die ganzen Blumen drin, weil die werden nämlich liegend transportiert. Weil oft habe ich dann hier bis zu 15, 20 Kisten im Auto und heute ist das ein bisschen weniger. Aber es ist ja auch mal sehr entspannt. Also, nachher geht's weiter im Laden, weil jetzt wird alles schön zum Laden transportiert. Im Großmarkt habe ich ja schon gezeigt, wie das Auto aussieht, wenn man das belädt. Zurück im Laden jetzt. Aber ich wollte euch zuvor erstmal zeigen, was ich für schöne Blumen da habe im Laden. Und so wunderschöne Dachwurz, die man auch in Kränze machen kann. So richtig knackig. Die sind ja auch winterhart, halten Sonne aus. Dann Jasmin für die Kästen. Ein schöner blühender Jasmin. Tolle Geranien, die also ganz knackige Blättchen haben und auch ganz, ganz, ganz knospig in so einem schönen Lachsfarbton. Und es macht immer unheimlich viel aus, wenn man Pflanzen dekoriert. Und deswegen haben wir diese Dipladenien einfach mit etwas Tillandsie dekoriert, den Übergang zwischen dem Steingefäß und der Pflanze. Und die sind ja sehr, sehr pflegeleicht und mögen gern Sonne. Einfach nur immer ein paar vertrocknete Blüten rausmachen. Aber die sind auch nicht böse, wenn sie nicht sofort gewässert werden. Und das Schöne ist, hier ist zum Beispiel ein ganz tolles Exemplar, wie viele Knospen da dran sind. Und die Dipladenie, die blüht bis zum Herbst. Die ist eine ganz tolle Pflanze, die ich immer wieder sehr, sehr gerne im Laden habe, weil ich bin immer kritisch, was ich so her tue. Dann haben wir Lavendel, die haben wir auch hübsch dekoriert. Haben einfach ein lila Blüten für die Deko genommen, in schönen Körben, entweder in groß oder in klein. Gut ist, wenn der so knospig ist, weil dann hält der wenigstens auch besser. Weil wenn die im Gewächshaus so vorgezogen sind, dann sind die noch so empfindlich und sind auch nicht so an die Sonne gewöhnt. Das ist jetzt eine Blüte, die Lantana. Die ist eine Sonnenanbeterin und die wird richtig, richtig groß und üppig. Also die wird sich dann im Laufe des Sommers und Herbst so richtig noch verbreitern. Und aus diesen ganzen kleinen Knöspchen werden also wunderschöne Blüten. Und auf meinen neuesten Fang bin ich sehr, sehr stolz. Ich habe hier wunderschöne Gefäße, Steingefäße, wasserdicht. Kann man also als Vase nehmen oder auch als Übertopf. Und ich fand das jetzt hier sehr, sehr schön mit Margeriten, die auch noch richtig viele Knospen haben. Ich habe eine Weinkiste rosa gestrichen. Das ist ein winterharter Eukalyptus. Auch mal was ganz Außergewöhnliches. Und heute Morgen ist mir noch so ein schöner, knackiger Margeritenhochstamm über den Weg marschiert. Der musste natürlich auch mit, den fand ich super, super schön. Zumal eine Kundin was Tolles an ihre Türe möchte, also der andere ist schon reserviert. Und Efeu kann man immer toll dazwischen pflanzen. Und unsere Engelstrompete, die Stecklinge, die sind alle an der Kellertreppe. Und unsere Mutterpflanze, die hat jetzt mal einen großen Topf bekommen, richtig schön. Und die kann austreiben, aber die seht ihr bestimmt noch in diesem Jahr. Die Fortsetzung folgt, aber unser Thema ist ja heute Rosenstrauß und jetzt gehen wir erstmal rein und dann können wir, hier ist noch unsere schöne Barriere, passend zu den Corona-Zeiten, damit die Kunden nicht gleich reinkommen und damit die nicht alle hier durchlaufen, stellen wir nachher diese kleinen Körbchen auf dem Boden so als Linie hin, weil wir müssen ja auch Abstand halten und die Sicherheit einhalten. Und damit wir das machen, so. Damit das auch alles eingehalten wird, werden dann diese Körbchen als Barriere hingestellt. So, zurück im Bindebereich. Ich habe hier tolle Sachen gekauft. Sorry, muss ein bisschen knistern. Das sind orientalische Lilien. Die sind ultra lang. Ich muss sie einfach mal so neben mir auf den Tisch stellen. Blühen wunderschön und hat eine Kundin bestellt. Es gibt noch die letzte Heidelbeere. Heidelbeere ist so ein tolles Grün und die treiben auch so schön raus und hier sind tatsächlich die kleinen Heidelbeeren in Grün schon dran.
Das ist, und das wird jetzt bald vorbei sein, sobald die austreibt, ist es mit Heidelbeere vorbei. Dann habe ich natürlich auch noch ganz tolle Sachen in den Kisten. So sieht das also aus, wenn wir morgens die Blumen auspacken. Ich habe wunderschöne Pfingstrosen gekauft. Zu Pfingstrosen wird es nächste Woche nochmal ein spezielles Video geben. Das ist heute nur die kleine Vorschau. Die werden wir nachher putzen. Aber nächste Woche gibt es einen ganz tollen Pfingstrosenstrauß. Und noch gibt es auch wunderschöne Tulpen. Die zeige ich auch mal. Das ist halt der Unterschied, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, zwischen einer Supermarkttulpe und einer Tulpe vom Floristen. Die haben also richtig dicke Stiele. Die Qualität der Tulpe bemisst sich am Gewicht und man muss auch mal die Länge angucken. Das ist natürlich richtig Qualität und ist auch von der Kundin bestellt. Das heißt, wir werden es nachher putzen. Aber unsere wichtigste Bestellung sind natürlich unsere Rosen. Das sind jetzt Wald-Naomi-Rosen. Die habe ich auf Wasser transportiert, geht aber genauso auch in der Kiste. Sind natürlich bestens geschützt mit dem Karton. Und diese Rosen müssen jetzt erstmal geputzt werden, damit ich sie dann in einen Strauß binden kann. So, es ist ein wunderschöner Rosenstrauß bestellt mit Wald-Naomi und es gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Rosen zu putzen. Wir haben hier so einen Rosenentdorner. Das spart natürlich sehr viel Arbeit und Zeit und da ich ja den Rosenstrauß binden möchte, mache ich relativ viele Blätter ab, weil die Blätter nehmen dem Strauß, dem Kopf sehr viel Kraft. Und hier ist natürlich auch wieder der Nachteil, ich wollte auch mal beides gezeigt haben, der macht zwar die Blätter ab, aber der macht die Dornen nicht immer ab. Und deswegen ist es eigentlich doch einfacher, weil ich muss ja eh das Messer in die Hand nehmen, um der Rose einen schrägen Anschnitt zu geben, einen frischen. Und deswegen, wir putzen es letztendlich, putzen die Rosen doch mit dem Messer. Weil selbst wenn wir diesen Entdorner nehmen, und es gibt ja auch verschiedene Geräte, es gibt manche Floristen, die haben relativ teure Geräte, wo die Rosen eben so abgedornt werden. Aber das Problem ist, wenn man so ein Gerät nimmt, ist oft so ein bisschen von der Haut, von der Rose abgeht und sobald die Rose natürlich dann die Haut verletzt ist, verdunstet sie mehr Wasser und letztendlich hält sie nicht so lang und das ist, ja, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Rosen wollen ja auch dann in der Vase einen hohen Wasserstand, damit sie gut halten und das ist jetzt die Rose White Naomi. Das ist also, es gibt auch die Red Naomi und diese Sorte, die ist von Anfang an, die ist jetzt also knackfrisch, die ist von Anfang an so ein bisschen mehr nach außen geklappt. Und hat also eine sehr, sehr schöne Öffnung. Im Gegensatz zu manchen Rosen, die so ein bisschen spitz sind, vor allem die Freilandrosen. Es gibt Rosen, die sich auch gar nicht so richtig öffnen. Und andere Sorten, die knallen regelrecht auf. Also da gibt es auch so, so viele Unterschiede bei den Rosen. Das ist unglaublich. Und das muss man auch einfach wissen und kennen, weil es gibt manchmal Ecuador-Rosen, die haben ganz dicke Köpfe. Und dann sagen die Kunden, die kommen in den Laden und sagen, ach, die sind ja schon ganz offen. Und dann sagen wir, nee, die hat so einen großen Kopf und der Kopf ist auch ganz fest noch. Und dann gibt es noch eine Ecuador-Rose, die heißt Esperance in Rosé. Die zeige ich euch mal, wenn ich die habe. Im Moment habe ich die nicht im Laden. Die ist von Anfang an relativ weich, hält aber trotzdem sensationell gut. Also das, deswegen kann man also wirklich nicht nur von der Optik beurteilen, wie frisch oder wie eine Rose ist. Weil das sind wirklich Qualitätsmerkmale und so schöne dicke Rosenköpfe, die bekomme ich natürlich auf Vorbestellung. Ich habe die für heute Morgen bestellt, weil ich wollte sicher sein, dass ich für diesen schönen großen Rosenstrauß, der natürlich bestellt ist, den stelle ich nicht einfach so in den Laden, wollte ich natürlich auch ganz sicher sein, dass ich die Ware bekomme. Ja, ich muss jetzt die ganzen Rosen erst nochmal putzen und dann können wir ans Binden gehen. Weil dann zeige ich euch auch noch mal, wie man perfekt in der Spirale einen Rosenstrauß bindet. Also man sieht auch hier unter mir, es fällt schon viel Müll an und es lohnt sich, dass wir das hier nur auf den Boden werfen, weil wenn ich jetzt jedes Blättchen in den Grünmüllbeutel werfen wollte, dann hätte ich viel zu tun und so wird einmal der Besen genommen und es wird in die Ecke gefegt und das ist dann doch sehr, sehr zeitsparend.
So, ich habe jetzt also bei den Rosen relativ viel Laub abgemacht. Wenn ich so eine Rose jetzt einzeln verkaufen würde, dann würde ich natürlich mehr Laub dran lassen, weil das sieht ja auch schön aus. Oder man macht ein bisschen Gras dazu. Aber wenn ich das zum Beispiel so, aber wenn ich die in Strauß binde, dann muss ich natürlich nicht so viel Laub dran haben. Und das heißt, das ist gut für die Rose und gut für die Haltbarkeit. Und ich suche jetzt ein bisschen Grün, das ich dazwischen binde. Langes Grün, ich brauche natürlich lange, lange Stiele. Und wichtig ist jetzt, wenn man diesen Rosenstrauß bindet, man merkt schon, ich fange schon an, es so anzulegen, diese Rosen in der Spirale zu binden. In der Spirale heißt, das muss jetzt erst noch mal ein bisschen entstehen, dass alles, dass immer die Stiele in eine Richtung angelegt werden. Ja, ich halte, also wenn man Rechtshänder ist, dann hält man mit der linken Hand und mit der rechten Hand legt man die Rosen an. Die Rosen haben relativ glatte Stiele, die sind also gar nicht so einfach zu halten und man muss auch irgendwie versuchen, dass die auf einer Höhe bleiben, aber man kann dann immer noch nachjustieren später, das ist kein Problem. Und kann auch durch die Spirale, und da ist natürlich der Sinn dabei, da kann man immer noch mal dazwischen was einfügen. Und wichtig ist immer, den Strauß zu drehen. Also man sieht, wie ich jetzt hier schon anfange, in der Spirale zu binden. Es darf kein Grün in der Bindestelle sein. Und es muss jeder Rosenstiel in der Richtung, also von mir weg, angelegt werden. Warum halte ich das in der linken Hand und mache mit der rechten, lege ich an? Weil ich natürlich mit der rechten Hand viel mehr Gefühl habe und mit der rechten kann ich auch viel mehr Feinarbeit machen. Ich kann auch mit der rechten Hand nochmal ein Blättchen abzupfen. Also das ist viel leichter, dieses Feintuning zu machen und die Detailarbeit. Und deswegen muss das natürlich so sein. Es ist auch gar nicht so einfach, den zu halten. Man sieht, also wenn ich da ein bisschen lockerer werde, ja, fallen die Rosen auch schnell auseinander. Das heißt, ich muss natürlich selber auch immer gut greifen. Und es ist auch ziemlich Gewicht. Da darf man sich gar nicht täuschen. Es kostet auch ein bisschen Kraft. Also man braucht schon ein paar kräftige Hände, um mit Blumen zu arbeiten. Und ich denke, es ist auch hilfreich, nicht so kleine Hände zu haben. Weil bei großen Sträußen hat man dann schlicht und ergreifend einfach ein Problem. So mit der rechten Hand konnte ich jetzt nochmal ein bisschen von der Pistazie die Blätter abzupfen. Das kann ich natürlich dadurch, dass ich mit der rechten Hand viel geschickter bin, diese Detailarbeit zu machen. Und man sieht also jetzt schon, was für eine tolle Rose das ist und was für eine irre Wirkung die hat. Und ich muss so ein bisschen Pistazie immer dazwischen binden, weil ich brauche auch ein paar raue Stiele dazwischen. Ja, das ist hier so diese Detailarbeit, die ich einfach noch so nebenher mache. Wenn du sowas noch nicht so oft gemacht hast, beziehungsweise du wirst wahrscheinlich selten so einen großen Strauß binden, dann solltest du das Grün vorher immer putzen und vorher sollte alles bereit sein, weil während dem Binden noch Grün putzen, dass, wenn man das nicht so geübt hat, dann würde ich das auf jeden Fall nicht so machen. Ja, man sieht auch hier, ich muss bevor ich binde, werde ich auch noch mal richten müssen und werde gucken müssen, sind die Rosen alle auf der gleichen Länge. Das mache ich dann natürlich, bevor ich zubinde. Ja, die große Frage ist, was mache ich, wenn ich so einen Strauß habe, der so groß ist, dass ich den nicht mehr mit den Händen so fassen kann? Also es gibt eine Variante, ist, wir binden diese Sträuße dann zu zweit. Im Moment bin ich noch alleine, die Mitarbeiterin ist noch nicht da. Oder der Plan B ist, ich binde zwischen. Das heißt, ich nehme dann den Bindebast und binde schon mal ab und muss da, kann dieses Zwischenbinden, vielleicht mache ich das hier auch nochmal gleich. Und dadurch muss ich natürlich nicht alle Rosen festhalten auf einmal oder alle Blüten. Und das erleichtert mir dann die Arbeit. Wenn man so einen großen Strauß bindet, ja, kann es auch sein, dass in der Mitte wieder mal ein bisschen was auseinanderklafft.
ist auch kein Problem. Dann kommt wieder mal eine Rose dazu in die Mitte. Auch damit muss man fertig werden. Und hier sieht man jetzt auch sehr, sehr gut die Spirale, die Laufrichtung, in der alle Stiele in eine Richtung parallel laufen. Noch halten die Hände, aber es wird sportlicher. Aber ich habe jetzt noch 3 auf dem Tisch. Die kriege ich auch noch hin. Ich ziehe mal die Mitte ein bisschen hoch wieder. Manchmal sinkt die ein bisschen ab. Aber es ist schon ein echter Knaller. Und solche Streuse haben auch wir natürlich nicht jeden Tag. Das ist auch für mich ein echtes Highlight. Ich hoffe, die Empfängerin hat so eine große Vase. Aber ich glaube schon. Was ich jetzt mache, ich binde jetzt einmal zwischen, bevor ich das Grün für den Rand anlege. Weil sonst gehe ich das Risiko ein, dass mir wieder alles verrutscht. Und das wäre ärgerlich. Zu der Behandlung von Rosen, insbesondere von weißen Rosen, ganz, ganz wichtig, nicht von oben anfassen, weil die bekommen dann einfach Druckstellen. Es ist auch jetzt relativ schwer, so einen großen Strauß fest zu binden. Ich werde ihn auch sicherlich nochmal nachbinden müssen. Aber ich habe jetzt mal eine erste Festigkeit, indem ich eine erste Bindestelle habe. Nie von oben anfassen, weil manche sagen, ach, ist die schön, und dann sage ich immer, Finger weg. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Auch wenn ich eine Rose auf dem Tisch, also wenn ich die auf den Tisch lege, dann kann ich die so auf den Tisch legen, aber nicht auf dem Tisch so hin und her schieben, ja, weil das will die nicht. Das heißt, wenn ich die auf dem Tisch woanders hinlege, dann nehme ich sie hoch und lege sie wieder schön hin. Auf Seminar haben wir sogar gesagt, dass man ein weiches Tuch drunter legt. Aber wenn man das sorgfältig macht und vorsichtig, dann kann man auch weiße Rosen auf die Art und Weise auf dem Tisch verschieben. Das geht. Aber man muss sie einfach wirklich pfleglich behandeln. Und ansonsten bekommen die Druckstellen und es sieht so hässlich aus. Und das ist so schade für diese traumhaft schönen Rosen. Das haben die echt nicht verdient. Also mit Weiß muss man immer am allervorsichtigsten umgehen. Das wurde mir schon während meiner ganzen Zeit, als ich mich fortgebildet habe, eingebläut. Weiß ist natürlich wunderschön, aber ist die empfindlichste Farbe. Und viele wissen das gar nicht, aber es ist so. Ich binde jetzt nicht viel außenrum. Ich nehme Bärgras. Das heißt also, dieses lange Gras heißt Bärgras. Und ich lege außenrum Hasenohren. Diese Blätter, die ich hier habe, diese schönen langen, das sind Hasenohren. Und die lege ich jetzt nur außenrum. Ich finde es immer ganz wichtig, dass die Bindestelle oder die Technik schön verdeckt ist und dass man dann nicht so von der Seite in die Stiele reinguckt. Und damit ist eigentlich schon alles abgedeckt. Und ja, man sieht, also fast kann ich noch außenrum fassen. Und es macht auch nichts aus, dass meine Finger nicht alles umfassen an dem Strauß, weil durch die Spirale fallen die Stiele nicht so leicht raus. Also es funktioniert wirklich ganz toll. Aber auch dieser Strauß ist natürlich jetzt für mein Fassungsvermögen grenzwertig. Es ist jetzt alles drin. Was man auch machen kann bei so großen Sträußen ist, wir gehen oft an den Spiegel und schauen so einen Strauß nochmal an. Damit er auch perfekt ist in der Form und man sieht, ich kann auch trotz, dass ich schon gebunden habe, noch mal ein bisschen nachkorrigieren, dass die Rosen auch in einer schönen Höhe sitzen. Weil wir nehmen den Spiegel, weil das Problem ist, wir verlieren einfach den Überblick bei der Größe. Das ist schlicht und ergreifend der Grund. Der ist jetzt auch echt schwer. Und wenn ich den auf die Waage legen würde, dann weiß ich nicht, welches Gewicht er hat, aber ich bin froh, wenn er aus meinen Händen draußen ist. So, ich binde jetzt auch wirklich mehrfach 2-3 Mal um die Bindestelle.
Man kann den Bast auch doppelt nehmen und ich muss wirklich sehr, sehr fest ziehen. Manchmal kracht mir auch der Bast sogar. Bei Rosen darf man ruhig so fest ziehen, wie man will. Bei weichen Stielen ist es nicht so toll, weil dann werden die Stiele schlicht und ergreifend abgedrückt. Aber bei Rosen ist das wunderbar. So, und das ist jetzt der Rosenstrauß. Ja, ich wollte ihn dir gezeigt haben, weil er ist sensationell. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich auf Kommentare. Das ist also heute Rosenstrauß in der Spirale gebunden. Mal ein richtig großer Rosenstrauß als tolles Beispiel. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich wünsche gutes Gelingen beim Nachmachen. Probier es auch mit wenigen Rosen. Für den Anfang mit kürzeren und kleineren, die man schön in Ruhe binden kann. Bereite alles vor und ich wünsche ganz viel Spaß. Alles Liebe. Freue mich auf Kommentare, Abos, weitersagen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, deine Margit. Thank you.